Hallo! Hallo! So, dann erstmal hier Samen schmeißen. Yeah! Ah, bitte schön. Das kann sein, dass es ein Maiskolben. Du sollst nicht den Maiskolben werfen. Maiskolben kommt ja später. So, erstmal noch eine kleine Information an die Zuschauer. Die Server sind wieder komplett resettet, das heißt, wir sind schon wieder am Nullpunkt. Wir haben nur das Zeug in unserem Inventar behalten und dürfen wieder von neu anfangen. So schaut's aus. Joa. Machen wir uns direkt ans Werk. Ja, machen wir direkt an den Spawn, machen wir erstmal eben, würde ich mal sagen. Okay. 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 Jawohl, okay. Chef. Das ist ja wieder unser Farmer, Sandra. Super. Wollen wir nicht zum nächsten Haus laufen oder so? Oder nein, wir bauen uns jetzt mal ein ordentliches Haus. Wir haben die ganze Zeit irgendwelche Häuser geklaut. Ich mache mal das Loch zu. Zum Glück haben wir noch die Items. Zack, und schon fällt er wieder die Bäume. Und die Items hätten wir jetzt mehr Arbeit. Wir haben unser gutes Zeug noch behalten, zum Glück. Ich will das jetzt mal austesten, ob das wirklich geht mit dem Setzling. Ja klar, muss einfach ich hab ein Setzling gerade bekommen. Achtung, Futuma, aus dem Weg. Ich will Boden setzen. Oh, hier ist Gift vom Boden. Schöner Heimatplanet. Schöner Heimatplanet. Ja klar, aber ist ein Singleplayer bei mir auch ein Giftplanet. Wo das Wasser giftig ist, ey. Das ist komplett random jetzt so. Seit 22. Muss man halt aufpassen, wo man hingrabt. Krähen. Hingraben Krä? Tut. Krähen. Hingraben tut und tut. Und wo ist der Setzling? Mann, wo ist mein Butterfly-Tech hier? Du stehst im Giftwasser, mein Freund. Lol, genau. Seid eben hier. Lol. Wie doof seid ihr denn? Was? Nix. Wie doof seid ihr sonst eben? Macht ihr da? Ja, keine Ahnung, ich mach das einfach. Wer nimmt das? Das Wasser ist giftig hier. Ja. Wer nimmt das Wasser ist giftig. Guck mal, wer nimmt das auf? Ich nehm grad auf, um Gottes Willen. Wer ist ich? Ich, Futuma, Oma. Der einzig wahre, oh, dein Herrlord. Jetzt hast du Dave am Arsch. Ach, das ist ein Setzling, ja? Das ist ein Setzling, guck mal. Oh, wie süß. Das ist ja schön. Guck mal, da wächst jetzt ein neuer Baum draus. Ach, aus einer Kapsel? Ah, ja, okay. Der wächst in der Zeit. Erinnert mich ein bisschen an, wie hieß das nochmal, die mit dem kleinen Roboter? Wall-E. Wall-E gab Setzlinge in Kapseln? Ja, da war doch dieser Roboter und der hatte doch dann diesen Setzling in sich drinne. Das erinnert mich irgendwie daran. Wall-E, ist das der Typ, der hier die ganze Zeit Ivor gesagt hat? Nein. Ich glaube nicht. Wüsste ja, aber der nicht. Hat doch den Namen von dem Roboter-Mädchen gesagt. Hallo? Was? Das war nicht mit Absicht. Was war denn das? Das war voll Absicht. Ich hab ihn aus Versehen da hinten eingebuddelt. Was so? In der Luft. Was lustig. Mit dem Kopf. Sag mal, können wir da eigentlich Bäume von anderen Planeten rüber auf andere Planeten schicken? Ja, wir können jetzt theoretisch auf andere Planeten, wir können uns ja jetzt in den Heimatplaneten einfach setzen und einfach zwischen den Planeten hin und her wechseln und sind trotzdem immer wieder hier. Nein, und dass wir einen Planeten suchen müssen. Sind das immer die gleichen Bäume oder sind das die Bäume, die dann da wachsen? Würde ich sagen, von Planet zu Planet unterschiedlich. Es gibt auch Planeten, auf denen gar keine Bäume wachsen. Finger weg, das ist mein Kupfer. Oh Mann, du hast deine Frage mal noch nicht beantwortet, oder? Weiß nicht mal, was es geht. Wir fragen tausend Leute irgendwas. Der will wissen, dass er vom Planeten C die Bäume nehmen kann und dann auf dem Planeten A pflanzen kann. Ja, kann er. Genau. Naja, also sind das dann die gleichen Bäume? Also für mich haben die Dinger noch keine Beschreibung. Also ich würde schätzen eher, dass wenn du die Dinger setzt, die sich dem Planeten anpassen und die Bäume wachsen. Weil da hast du null Info bei den Dingen. Vielleicht Nein, die sind genauso, wie du sie abgebaut hast. Okay. Wenn du jetzt eine rote Palme auf Planet A abbaust, dann sieht die auch genauso auf Planet B aus. Ach, guck mal, der Glaskasten. Ja klar, der prischt langsam durch die Saat. Ah. Ja, da wird ich bleib nicht stehen, guck mir das an. Boah, die Farm am Anfang noch nicht so groß, wir bauen hier eigentlich unser Haus hin. Ach, ich hab auch noch einen Setzling, warte mal. Ja, ihr könnt da hinten nach rechts bauen. Meine Güte, eben. Nur ein P. Ich meine, so viel Platz wird hier wohl schon sein auf dem Planeten. Und naja, ihr habt die Bäume da ein bisschen unpraktisch hingesetzt, weil das bauen wir eigentlich schon. Können die auch wieder wegnehmen. Direkt. Ja, wenn sie rausgegangen sind, dann können wir sie eigentlich gerade abbauen und können Holz rausholen. Dann werden wir neue Setzlinge setzen. Lass den da. Ja. Wir müssen jedem Baum einen Namen geben. Das ist der Immer Friedrich. Friedrich. Hallo, also, welche Scheiße. Der Franz. Den einen nenne ich Goebbels. Der ganz rechts. Genau. Ja, da heißt der andere Sarrazin. Warte, hier der daneben. Was haben wir noch? Wie kommst du jetzt auf Sarrazin? Versuchst du hier jemanden zu dissen von der YouTube-Community? Sarrazin ist ein Politiker. Das ist nicht. Genau. Wow, Sarrazin ist doch hier, der das schöne Buch geschrieben hat. Ist der jetzt auch auf YouTube oder was? Ja, mittlerweile. Der macht jetzt was. Der ist jetzt eigentlich was zum Teufel? Okay. What? Es hat gerade krass geleckt, okay.
Was ist das hier? Bei mir leckt es ausnahmsweise mal nicht mehr, das ist schön. Ich hab Holiday Spirit gefunden, was mache ich damit? Damit können wir Weihnachten nicht. Geil. Cool, Weihnachten. Geil, Weihnachten. Ach, habt ihr schon das Weihnachtsupdate bei Terraria gesehen? Lol, Terraria, was für ein Spiel? Was ist das? Nee, ernsthaft, hier ist das ernst? Ja, Terraria. Da gibt's es ist ja nicht so, als wenn nicht einige unter uns auch Terraria spielen würden und es hätten, ne? Was spielt das so. Denn? Ich also habe jetzt mal auf ein Sandkastenspiel limitiert. Warte mal, wo jeder braucht ein Sandkastenspiel. Wo ist denn hier die Screentime hin? Hier ist die Screentime. What? Na egal, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Bist du irgendwie nach rechts gegangen oder nach links? Oder? Ich bin doch hier. Wenn einige wieder weiter losgehen. Links. Ich sitze genau in der Basis und scherbel mir ein. Oh geil, darf ich mitmachen? Klar. Sag mir mal lieber, wer mir hier Gold ins Inventar geschmissen hat von euch und das als Samen ausgeben wolltet. Ich war da. Wo raus? Lol. Du bist ja Vogel, ey. Ja, ich bin ein Vogel. Ich glaube, es ist ungünstig, die Fackeln hinzusetzen, weil sonst wachsen die Bäume nicht breit. Da muss immer ein bisschen Platz dazwischen sein, by the way. Piep, piep, piep. Das, bin ein Vogel. Deswegen passiert auch nicht mehr als piep, 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 piep. Die wachsen dann einfach nur feig gerade aus. Das ist doch cool. Ist doch cool, das ist genau das, was Deutschland heutzutage will. Oh, Bananen, ey, jetzt kannst du die Fackel nicht mal abbauen, ohne die Bäume mit abzubauen. Warte mal, ich baue mal eine Fackel. David, Mann. Doch, einfach die eine Taste gedrückt halten. Moment, ich mach's weg. Moment. Ups, nein, doch nicht. Sicher, du musst Shift gedrückt halten, dann geht's. Ach, falsche Taste gedrückt gehalten. Der Futuma, hey, ich sag's euch, Leute. Ja, klar, der hat's drauf. Ganz, ne? Ganz schlimmer. Ja, er hat's drauf, alles hier kaputt zu machen. Weißt du, wer spielt denn da Left 4 Dead? Hat er den Stein am Start? What the fuck? Steine müssen wir mal craften gehen. Wie, lol? Ich wollte fragen, ob der Stein am Start hat. Wieso mehr craften? Stein. Ja, müssen wir die abbauen denn. Alles klar, kannst du einen Ofen bauen, please? Okay, das hat ich unser Treppenbauer bei hier haben wäre ich. Was kommt denn in diese bunte Dingsbums hier rein? Gar nicht, sie kommt erst einfach mal so wieder random Truhen hingestellt. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was das soll. Wenn die Kinder was macht? Einfach mal Truhen hinstellen. Wer will denn jetzt mit mir runterkommen in die Mine? Ich komm mit. Wer Screentime will, folgen. Alle mal Screentime. Das ist übrigens User. Fleisch da oben. Ey, ihr lockt das Ding an und ihr killt mich jetzt, Mann. Oh, mit den Ohren, der Hagel. Oh, mit den Ohren, Was zum Teufel. Alter, was geht hier ab? Yeah. Alter, alles zerstört, ey. Geil. Auf die Fahrt. Oh, gut, du warst down, Alter. Habt ihr das gesehen, Freunde? Ich habe mit dem Kopf gefangen. Was denn der erschlagen wurde? Kopfball! Alter, da kommt noch was! Ja, die Farm geht down, die Farm geht down! Alter, ich glaube, wir bauen unser Haus unter Tage irgendwo. Ach, geil! Das ist ja vernünftig. Aber das ist mal ist auch tot! Lass doch tot! Ah. Wie geil! Alter! Was war denn das? Was aber voll in den Komet reingejumpt! Geil, dass du spawnt, Junge! Instant Kill, ey! Alter, wie heftig. Okay, ich glaube, das war der Letzte, Oh mein Gott. Es geht hier ab, Leute, ey. Wahnsinn. Geil. Wir haben ja schon einen richtigen Planeten, ey. Aber das jetzt mal, wenn wir uns jetzt auch unter Tage bauen, ja, wie mitten in der Umlaufbahn von Meteoroidenschwarm, jawohl. Irgendwann kommt der Scheiß doch an. Wie die fliegen hier. Irgendwann kommt ja der Komet, der Dinosaurier ausgelöscht hat und sind wir alle tot. Der kam doch gerade, oder? Sammel mal die ganze Zeit. Meine Ich hatte im Singleplayer schon einen größeren gehabt, also. Oh. Jetzt. Mein Schwert! Warte, ich schmeiß mal gleich ein paar Samen hin, wa? Also für mich ist jetzt echt die Frage, wenn wir hier verbleiben, welche Materialien müssen wir bauen, um die Kometen aufzuhalten? Sehr hartes Material. Ja, aber Welche? Du mein Schwert. Ja, sammelt doch nicht die Samen auf, Kinder. Oh, sorry. Mein Schwert. Dein Schwert? Mein Schwert. Hier noch ein gutes Schwert. Hörst du mal auf rumzunerven und gib mir die Samen wieder, ey. Mein Schwert zurück. Ja, hier, baut erstmal alles wieder auf. Wir haben hier schon Zeug stehen gehabt. Alles wieder aufbauen. Ja, oder warte mal, hier, guck mal, das ist noch besser. Wollen wir nicht unter Tage bauen? Ja, das ist aus wie eine Ey, das ist meine! Ey, gib mir zurück! Sorry, warte, wo ist sie denn? Ich glaube, du hattest jetzt. Danke. Bitte. Oh, hat schon Angst. Das ist mein Schwert. Komm, wir machen mal weiter, wo wir aufgehört haben. Meine Samen! David, die Samen her. Ich hab die Samen nicht. Nee, du. Ich sehe doch, dass du gerade damit rumwerkelst. Gib das Scheißzeug her. Ich hab keinen Doppelsprung. Du auch bitte. Ja, ich mach schon, bin dabei, Mädel. Okay, das sind Cobblestones, die brauchen wir. Mein Schwert ist weg. Oh, ich hab so viele. Warte mal, das ist deins, hier. Oben bei Kristallflammen im Schiff ist noch ein kaputtes Schwert. Das könntest du auch nehmen. Jetzt hab ich's. Gut, jetzt hab ich mein Schwert. Ich hoffe, das Vieh ist nicht feindlich, ne? Nee, das ist lieb. Ich hab's einfach nur trotzdem aus Prinzip niedergeschlachtet. Ja, aber wir müssen uns Ich werd überlegen hier, also.
Also ich mache jetzt auf den Weg Steine und baue das dann über dem Dings da auf, über dem, jo. Über ihr Feld. Ja, da kommen sehr viel mit der Rüdung und dann machst du dann schön dick, ne? Ja. Ich hatte jetzt übrigens den Scheiße, Ofen ey. Im Inventar. Ja, da leg ihn bitte wieder hin. Ja, hab ich gemacht. Schön. Hat er nicht erlügt. Oh, nö. Doch. Lüg nie. Volles Pfund. Nein. Glaubt ihm nicht. Ich bin immer lieb. Gar nicht. Doch. Ich habe übrigens keine Zeit im Auge, ja. Nur so zur Info. Ja, oh, ich jetzt eigentlich. Jemand müsste das Crafting-Tablet noch im Inventar haben. Wahrscheinlich, ich komme. Nee, ich nicht. Ist jemand auf Holzsuche gerade? Wir gehen jetzt gleich auf Holzsuche. Ich hab Holz für dich. Brauchst du Holz? Ich wollte schon mal ein Haus bauen. Dachte ich. Aber Holz wird, glaube ich, nicht Stand, oder? Naja, nee. Ich denke nicht. Wir müssen erstmal, ohne Scheiß, wir prüfen erstmal mit einer Steinwand, ob das aushält, weil wenn das nicht aushält, ey, dann müssen wir uns echt erstmal was überlegen, bevor wir weitermachen. Gehen, oder was? Wolltest du jetzt hier nicht eigentlich ein Haus suchen? Ja, wir brauchen Holz und wenn die Bäume jetzt gleich alle nacheinander abholzen, haben wir das doch. Ja, aber wozu willst du denn jetzt ein verkacktes Holzhaus hinbauen, wenn das eh nicht hält? Ohne Scheiße, meinst du? Alter, ich hab schon vorgeschlagen, dass wir irgendwie unter Tage hier irgendwas bauen, unter Tage weil ein Haus. Das gar keinen Sinn. Ja, ja. Wieso nicht? So eine Art Dungeon mit quasi. Fackeln ausbauen. Dann würde ich mal sagen, dann bauen wir uns einfach hier gerade durch die Erde, wo Flemmchen gerade rumläuft. Wo läuft Flemmchen rum? Hier oben können wir bauen, was wir wollen, es wird eh alles zerberstet. Ah, giftiges Wasser, Achtung. Giftiges Wasser, können wir einfach Erde drüber bauen. Baut einfach Erde drüber, dann ist das Giftwasser weg an der Stelle. Okay. Ja, je nachdem, wenn da kein anderes Item ist, jo. So kann man das Giftwasser nämlich einfach neutralisieren. Hey, Buddel, ist das ich rutsch mal einfach so mit. Oh Gott, Leute, baut das nicht so tief runter, so tief in die Erde wollen wir nicht. Scheiße! Boah, da kommen die nächsten Meteoren. Was ist denn nun los? Ich hab gerade einfach nur einen Bob abgebaut und dann war BOOM! Tot. Voll geil. Hast du wenigstens mit dem Kopf gefallen? Ich feier das so gerade, ey, voll Hammer. Sag mal, bauen wir besten hier mit aus, wir bauen uns nicht so tief runter. Scheiße hier. So, okay. Ach, voll so, die wo wollen wir uns denn ein Haus bauen? Ja, hier unter Tage. Wir sind hier schon am Ausheben. Ja, aber wo denn unter Tage? Achso, hier unten unter Tage. Okay, ich verstehe. Wir sind schon am Ausheben hier unten. Ich verstehe, voll und ganz. Ich nicht. Das macht okay. Nichts. Warte mal, ein... Buddel einfach. Kann ich da nicht eigentlich auch hier mein Feld... Okay, alles klar. Nein, lass mal. Wir bauen jetzt hier nur... Hier ist jetzt nur Bauhauszone. Mit hier willst du nur gehen? Wir bauen uns jetzt ein Haus like Gummibären-Style hier. Gummibären. Ja, das ist speziell ein Gummibär-Kampfsaft. Wenn du sie brauchst. Ja, das sind die Gummibären. Nein, bestimmt nicht. Das ist von Disney. Du wirst von Disney verklagt. Oh ja. Gott, verdammt. Oh. Ja, ich das war's dann mit dieser Folge. Ja, hab ich gar nicht bedacht jetzt gerade. Ne? Du musst rausschneiden. Schnell. Wir lassen uns hier so auf der Ebene hier, ne? Sag mal, wir wollen jetzt tiefer, so schlau. Es macht keinen Sinn, noch tiefer zu graben. Wir wollen jetzt so schlau und hat die Bäume zugebaut. Ja, lass die da ruhig stehen, die können ruhig wachsen. Wir bauen unter Tage. Da oben kannst du alle die Finger weglassen. Das war Ecke. Ja. Wir waren so schlau und hat die Bäume wegsprengen lassen. Ja, viel Spaß. Das gehört da dazu. Das ist Dünger, weißt du? Wenn ein Meteorit auf eine Pflanze klatscht, dann wachsen die zweimal schneller. Klar. Ja, das ist eine Strategie, Leute. Ja, ich hab mal jetzt oben eine richtige Ebene Stein hingebaut. Baut die mal bitte nicht ab, ich will sehen, wenn da mal ein Meteorit. Alter, wer hat denn hier so random Fackeln hingedroppt? Aber ist cool, wir haben hier einen schönen Meteor. Mach den Baum weg. Ja, genau, der Baum, der wird hier sicher wachsen. Ja, wie Minecraft. Bäume wachsen unter der Erde. Sehen? Du würdest lachen, Bäume wachsen unter der Erde. Echt? Na, lass doch. Na, echt mal. Guck mal hier, ne? Futuma geht ja auch nicht unter der Erde ein, also. Das nehme ich jetzt rassistisch als eine, gewalttätige Handlung gegen mein Volk. Ach, heul nicht rum. Ich heul nicht, ich flame wie ein Boss. Ey, oh, nein, Alter. So, das war die Rache der Floras. Futuma, du stehst im Saft. Was geht da ab? Ach, das ist ja, Futuma, du krepierst gerade. Mann, aber Sandra, ich müsste das eigentlich aufnehmen, dann notiere ich zu einem Giftflora. Du machst die schlimmsten Geräusche, wenn du Damage nimmst, ne? Ach, so, dann sind wir hier unten ohne Holz, ne? Ja, wie machen wir das jetzt da unten? Ja, mit dem Wasser. Das ist noch tiefer Baum braucht ihr nicht, Leute. Ja, aber wer hat denn da das Wasser reingelassen? Ich lasse es mal ab. Baut einfach was drüber, baut einfach Erde drüber. Nein, ich lasse mich jetzt opfernlos abbauen. Das brauchst du nicht. Hast du irgendwas geraucht, David? Mach das einfach so, wie wir es gesagt haben und fertig ist. Nein, ich höre nicht auf andere Leute. Das ist. Sehr gut. Schlecht. Atsch. Auch genau das, was eine Gruppe zum Funktionieren bringt. Oh, wir erfrieren. Mal hierher. Na, dann haben wir das ja auch geklärt.
Mann, warum geht denn das da nicht zu? Campfire, alles ja, was ist? Ja, frei ist irgendwas. So, kommt ans Feuer und holt euch einen runter, Leute. Ah, da war noch ein bisschen. Okay, ich verstehe. Ah, okay. Oh, jetzt bin ich vergiftet. Ich. Du, geh mal in Treppe. Ich fixe das. Lass mich. Ja. Ich stöhne, wenn ich will. Momentchen, da war noch was. Jetzt fühle ich mich wie zu Hause. Ey, mein Cape. Ja, damit. Fertig. Apex spawn nicht so tief, ne? Also, Affi. Ständig Apex. Susa! Hat jemand Crafting Table und so? Ja, bis ich hier stehe. Aber baut doch erstmal hier ab, bevor wir alles weiter craften. Deine Mutter baut ab. Ja, ich weiß. Meine Mutter. Gewicht vor allem. Die hat jetzt letztes Jahr hat ihr schon 30 Kilo verloren. Die hat übelst abgebaut. Ey, Respekt. What the fuck? Also, ich weiß nicht, ob das positiv ist, wenn. Das ist extrem positiv. Ich grab mich jetzt noch. War der denn so dick oder was? Was wollte ich gerade fragen? Was hast du hier vor? Ich grab mich nur mal nach unten, okay? Ich gebe jetzt nicht so direkt Auskunft. Man kann ja nur so Riesensprünge machen, wenn man auch richtiger Kabenzmann war. Ne? Also, ich hab mich da jetzt auch irgendwas in die 25 verloren. Sag mal. Okay. Also, warst du auch ein Kabenzmann? Ja. Okay. Ich war ein Opel. Wer will mitkommen nach unten? Was bist du jetzt für ein Kaliber? Leute, ich dachte eigentlich, wir bauen nicht weiter nach unten. Hast du zu viel Döner gegessen? So, ja, Döner. Tschüss, Affe. Du weißt doch, dass man durch Döner abnimmt. Was für eine Frage. Hat jemand den Vogel gesehen? Ich könnte schwören, der war doch hier eben. Sind auch der Vogel. Ach, da unten. Ach da, warte mal. Ich hab doch noch was für ihn. Oh Mann, so. Keine Ach, die Bäume helfen. Wachsen wirklich, ne? So, baut jetzt nur bis zu dieser Stelle hier ab, bis zu dieser Markierung, ne? Welche Markierung? Die hier, jetzt nicht weiter abbauen, nicht weiter abbauen hier. Halt, stopp! Halt, stopp! Holz markierte die Stelle! Holz markierte die Stelle, so Oh, ich hab eine Axt gefunden. Wo hab ich denn auf einmal die Axt? Ich hab auch eine. Nö. Das war scheiße. So, jetzt bauen wir den Hintergrund ab und kleiden alles schön aus Holz aus hier. Na, gute Nacht. Ich will eher für Stein, wenn wir schon untergrund sind, dann müssen wir auch wie Höhlenmenschen leben. Na, ich fang mal an damit. So, ich bastel mal eben ein paar Wooden Platforms. Damit wir Etagen bauen können. Ihr sollt auf jeden Fall einen gut zugänglichen Punkt zur Oberfläche wieder haben. Ja, ja, ich haben bin wir ja jetzt gerade am Plattform bauen. Habe ich schon fertig gemacht, eben gerade. Achso, okay, super. Und eine Truhe habe ich. Wo habe ich da auf einmal die Truhe? Also relativ sagt, Weihnachten gut, ist vorbei hier, ne? Also. Mega, ich bin trotzdem. Ja, sehr gut. Was bitte? So, was nehmen wir uns denn jetzt? Was ist das denn Geiles? Scheiße, mir fehlt ein Holiday Spirit. Wir sollten mich im Forum übrigens noch umnennen. Gib mir! Please, nur ein. Wie willst du genannt werden? Mr. Screen Time. Warte, ja, geh doch mal von meinem Penis. Ich hab hier im Starbucks die meisten Screen Time. Ich will den doch haben. Mein Penis? Das nächste Mal, weil ihr alle nicht aufnehmen wollt, ihr faulen Säcke. Nein! Oh, dann nehme ich die Folge auf, die nächste. Ja, die nimmst du auf. Ich hab nämlich schon meine 5 Folgen für die Woche ready. Okay. Machen wir denn gerade den Hintergrund weg? Alter, machen wir weg, damit wir das schon auskleiden können. Alles bis hier oben, Alter, bis zur Decke, das machen wir schön. Ja, ihr habt doch viel zu viel Zeit, ne? Ho, ho, ho. Ich kann mir zu viel Zeit. Oh, Meteoriten! Oh, wie cool! Komm, fangt's an! Silvester! Metropi, setz Aquaknarre ein! Das sind Gestein-Pokémon. Achso. Okay. Da war ein Meteoroid. Da, wirklich? Da, wo jetzt User drin war, da war ein Meteoroid. Ah, warte, ich muss mal oben gucken, ob da was passiert ist. Die können wir nicht prüfen. Also die Pflanzen stehen komischerweise auch. Komm, sind wir nicht an der Oberfläche schon? Ja, die sind ja jetzt nicht schützt von meinem Wald. Also der Schutz ist auf jeden Fall weg. Echt? Aber zwei, drei Meteoriden wird es wohl geblockt haben. Warte mal, da will ich sehen jetzt. Oh, scheiße. Oh, das ist ja gefährlich, was ich mache. Ja, nur hui. Was ist das für ein Monster? Wir haben echt jedes Mal die Arschkarte mit dem Planeten, oder? Ja, jedes Mal, ey. Das ist doch totaler Fluch. Wer ist schuld, Dave? Gar nicht. So sieht's aus. Immer auf den Vogel. Ja, immer der Dave. Gottverdammt. Gottverdammter Dave. Ja, immer. Kannst du was einsetzen? Dieser Schlitzbube. Dein kannst du auch knicken, ja. Hammer. Voll zertrümmert. Alles weggefetzt. Ja, dann muss wohl Stahl her. Ja. Wir brauchen mehr Dynamit. Aber warte mal, der hat doch... Ja, Oh Gott, das ist ein Tauboga! Töte es! Oh, ich muss zurück, ich erfriere. Jetzt wachsen die Bäume definitiv nicht mehr. Okay. Weil da was drüber ist. Meinst du... Oh, was war das? Ja, bis jetzt wachsen die gar nicht, weil... Ja, minimal. Die wahrscheinlich sowieso... Warte mal, ich mach mal. Ich probiere mal jetzt. Ich stell mal einen Baum in den Freien. Wir hatten das Bett eingesammelt. Wäre herzlich, wenn du es wieder hinstellen würdest. Nun gut. Ich habe sogar zwei Betten, warte. Eins. Zwei.
Blender. So, bitteschön. Achso. Danke. Da fallen aber die Meteoriten hin, da würde ich das also auch nicht hinstellen. Nee. Ja, wir müssen Tannenbaum, so Tannenbaum, na 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 na. Weihnachten ist vorbei. Menschen Raketen aufstellen. Fast ist das schon nächstes Jahr wieder. Hat hier irgendjemand Holz oder sowas zum Aufkleiden? Für hier unten? Ich hab noch ein bisschen. Warte mal. Ich schmeiß die mal nach unten. Ey, wer baut es denn ab? Ich muss da aufstehen. Sorry. Achso, Dave, ja. Ich warte. Es wird der Dave. Dieser Trollfuhr machen. So, Dude, du wolltest doch. Ach nee, ja, ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe. Es kommt bald eine siebte Flamme Rasse. Kann ausbauen. Okay. Eine siebte ich Rasse? Gehört. Nova Kit. Ja, Nova Kit kommt bald. Am Start siebte Rasse. Dafür, ne? Würde ich mich direkt für bewerben. Nova was? Wäre das nicht eher was für unseren, der AFKler hier? Nee, dann sieht man ja so selten. Das ist ja das Problem. Wollte ich gerade sagen, der ist ja die ganze Zeit AFK. Der hat das sowas nicht verdient. Wir müssen das wie die geldgeilen YouTuber machen. Wir müssen alles neu, alles so viel wie möglich zeigen. Ah. Verstehst du? Aber kann man das sagen, ne? Hm? Nee, okay. Alles klar. Weiß jetzt absolut keiner auf der Welt. Ich sehe schon kommen, dass ich jetzt hier liege und gleich kommt ein Meteor vom Himmel, ey. Mit Geld, meinst du mit geldgeilen YouTuber dich selber? Ja, klar. Ach so, okay. Was ich jetzt nicht gemeint habe, Kronk? Ja, zum Beispiel. Ach, der ist nicht geldgeil. Immer diese Schleichwerbung hier. Hat ihn der Dreck, den er nicht braucht? Ein paar tausend Blöcke oder so? Dreck haben wir hier tausende abgebaut schon. Dann gib mal bitte her. Ihr wisst schon, dass das hier oben jetzt... Ah, nee, doch nicht. Okay, schon. Ich gehe nämlich nach oben und mach da mal einen Wall of Wall. Ne? Ich muss die ganze Zeit an Sephiroth aus Final Fantasy 7 denken, wenn sie mit hier auch runterkommt. Da, la, 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 la. Kennt ihr das nicht? Gott sei Dank, scheiße. Ich kenn gar nichts, ich bin dumm. Die Matrix-Kristallflamme springt wieder rum. Ich bin mal gespannt, was Dave angerichtet hat an der Oberfläche. Komm, so schlimm ist es diesmal aber nicht, oder? Nein, so schlimm ist es nicht. Bewegt sich schon deutlich schneller. Ich bin Spider-Man. Hast du denn deine Schuhe mit Beweglichkeitsbonus verzaubert? Nein, nicht wirklich. Übrigens hell wieder draußen, ne? Also, naja, wir haben es hier schön hell in der Höhle, deshalb. Falls er, Holz. Überall Holz. Okay, wir müssen trotzdem an die Oberfläche gehen, Bäume schon mal irgendwie dort pflanzen, damit wir immer einen Zufluss haben. Ich bin doch schon längst dabei, das zu machen. Bist gar nicht. Ich bin da schon Lichtjahre voraus. Lichtjahre voraus. Meine Farm! Ja, wurde von Planeten zerberstet. Also doch unten hin pflanzen? Oh, ein wildes Pokémon erscheint schon wieder. Da wo die Schütze ist definitiv. Wir lassen hier oben das Fleisch liegen. Nee, Leute. Okay. Da müssen wir nochmal drüber reden, ne? Das Lockmittel, das hatte schon seinen Sinn. Ah! Du bist so doof, Alter. Hablabel! Hey, Santa Claus baut hier oben alles ab, was geht mit dem ab? Ja, er denkt, wir Porten vom Server Letzte. Schmeißen. Der ist sauer, weil wir ihm keine Geschenke gegeben haben. Ey, hier zu meinem Stuhl, den du mir unter den Baum gelegt hast, ne? Da muss ich erst noch ein bisschen was ankündigen, ne? Der ist erstmal total locker und so. Und allgemein Konsistenz von dem Stuhl ist absolut scheiße. Echt jetzt? Nee. Ich hab übrigens immer noch keinen zeitlichen Überblick, nur so zur Info, ne? Ja, ich guck gleich mal nach. Ja, mach doch mal nicht so einen Stress mit der Zeit. Man kann Stress, Mensch! Was war das? Eine baute Futuma. Ich bin dann in der Erde, ich fühle mich dann heimisch, ich wachse dann. Oh. Und dann entwickle ich mich irgendwann zu einem wunderschönen Bisaflor weiter. Ja. Was ist Bisaflor eigentlich? Ein Frosch oder eine Pflanze? Eine Pflanze. Oh mein Gott. Er sieht für mich Frosch eher aus mit wie einer Pflanze. Oh mein Gott. Welche Klasse ist dann bitte schön Frosch? Was muss man da für eine Klasse sein? Müssen wir Wasser-Pokémon sein, oder? Ja. Quapsel. Ja. Quapo ist ja schon ein Frosch-Pokémon. Ja, zumindest ein. Evolutionsstufe davor, obwohl Quapsel, ja. Und es gibt ja noch Quaxo, das ist auch ein Frosch-Pokémon. Das ist alles Wasserfischer. Nee, ich kenne mich mit den neuen nicht aus. Quaxo ist von der zweiten Generation. Lol. Was? Echt? Ja, Quaxo ist von der zweiten Generation. Ja, okay, den kenne ich noch. Nein, ich kenne mich mit dem Rest nicht aus. Ach, wir machen hier unten einen Keller hin. So, schau mal ganz kurz, wie die Zeit ist. Abschiedung jetzt. So, ich hab mal geguckt, 24 Minuten rund. Und ja, dann bis zum nächsten Mal bei Sub und Together. Am nächsten Mal hat irgendjemand anderes aufgenommen. Nicht wundern, wenn die Qualität scheiße ist. Gelle!
Lächerlich. Oder um einiges besser. So ja, 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 ja. Das sagt er jetzt nachher. 84p. Ja, tschüss.